Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal eine etwas andere Umgebung. Ich habe mir gedacht, wir machen heute die 24 Stunden im Wald überleben Challenge. Wir haben einiges an Gepäck dabei. Wir haben hier, komm mal her, mein Bruder, komm mal her. Wir haben hier einen Fachmann dabei, der, Fachmann tritt sehr. Der uns auf jeden Fall die Überlebenstaktiken lehrt. Und ich hoffe, dass wir das Ganze heil überstehen. Ach. Sicher doch. Könnte passieren. Wir haben jetzt Punkt 10 Uhr. Das bedeutet, wir werden 24 Stunden bis morgen früh um 10 Uhr hier in diesem Wald verbringen. Unser Programm wird folgendermaßen aussehen. Also, wir werden erstmal uns ein bisschen erkunden und werden einen Lagerplatz suchen. Dann werden wir gucken, dass wir alles aufrichten, werden ein bisschen die Gegend erkunden, werden abends ein Feuer machen und werden an dem Feuer etwas zubereiten. Genauso wie unser Frühstück natürlich. Sounds like a plan. Wir haben einiges an Essen dabei. Wir haben einen Schlafsack dabei. Alles Mögliche. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Und ich bin mega gespannt, wie dieser Tag wird. Vor allem die Nacht. Phil, du wirst gefressen. oder ich fresse. Nee, ich werde euch versprechen, dieses Video wird mehr oder weniger vegan. Also Tierliebhaber können zuschauen. So, wir sind gerade auf dem Weg, eine geeignete Lagerstelle zu finden. Und wir haben jetzt den Vorteil, hier auf dem Boden, zeig mal, dass hier überall Blätter wachsen. Das heißt, hier sind lange keine Autos mehr lang gefahren. Unser Ziel ist es ja, möglichst abseits zu liegen. Dementsprechend achten wir natürlich darauf, uns ein bisschen zu entfernen von allem, was Zivilisation bedeutet. So Leute, kurze Pause. Oh shit, das ist so anstrengend. Wir haben hier so eine chillige Sitzgruppe gefunden, wo wir jetzt eine kurze Pause einbauen. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass wir die selbst aufgebaut haben, aber das wäre ein bisschen unglaubwürdig. Wo hast du jetzt diesen fetten Käfer gespottet? Genau da. Schaut euch mal diesen fetten Käfer an, Alter. Ich mach gleich meinen Finger, der mich gleich. Macht mal. Alter. So, der erste Härtetest wird auf jeden Fall sein, diesen Käfer zu vernaschen. Machst du mal vor? Ich mach danach, ganz sicher. Es gibt aber keine zwei, du verarschst mich. So, jetzt wird nach einem perfekten Lagerplatz Ausschau gehalten. Musikanten in und menschlich. Was sagst du? Ziemlich dicht, ne? Aber nichts zu sehen. Eigentlich nicht, aber genau das ist das Gute. Wenn man nichts sieht und dann eine freie Stelle ist, wenn wir jetzt nochmal durchlaufen, sind wir eigentlich optimal getarnt. Vorbild. Passt schon. Wir können runter. So, eine Stunde später haben wir jetzt auch mal einen geeigneten Platz gefunden. Bietet sich wundervoll an. Und wie stellen wir jetzt hier die Zelte auf? So, wir stellen es jetzt so auf. Wir haben das Glück, dass hier alles sehr eben ist und hier keine Pflanzen auf dem Boden wachsen, heißt nur ganz, ganz kleine. Der Plan ist jetzt, wir setzen hier eine Zeltplane hin, natürlich nach außen geschlossen, sodass wir hier ein geschlossenes Lager haben. Hier eins und hier eins. Schön im Dreieck. In die Mitte können wir uns dann zur Feuerstelle setzen und dann hat jeder seinen Platz, seinen Rückzugsort und kann ganz gemütlich schlafen, essen, ist so richtig leben. Er ist so richtig Daddy, ohne ihn wären wir hier so richtig aufgeschmissen, ich schwöre. Ich war zwar bei der Bundeswehr, aber no front, aber bei der Bundeswehr lernt man heutzutage nichts mehr. Jetzt wird's offensiv. Gladys Mittagsschläfchen gemacht hier. Wir sind endlich fertig mit dem Zeltaufbau, aber es ging relativ fix, ne? Weil wir hier zum Glück einen erfahrenen Dude dabei haben. Jo, Shoutout an dich. Auf jeden Fall. Ich wollte euch ganz kurz mal zeigen, was wir hier überhaupt zum Essen dabei haben. Denn wir greifen vor allem auf sehr, sehr kaloriendichte Lebensmittel zurück. Das bedeutet, schaut euch mal hier an. Was haben wir hier alles? Vollkornbrot, Radler, Spaß. Wird schön am Lagerfeuer genossen. Ne, hier haben wir Süßkartoffeln, vor allem Nüsse, Kidneybohnen, Apfel, gebackene Bohnen, richtig geil. Und das war es eigentlich auch schon, ne? Apfel? Apfel. Was nicht so legitim ist, aber es ist da. Vitamine braucht man. Nervennahrung.
Definitiv. Snickers, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Okay, Leute, also, jetzt haben wir hier gerade Pause gemacht. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit der Feuerstelle. Wir werden jetzt hier die Steine, die wir mühsam gesucht haben, das ist eigentlich denkt man, okay, im Wald findet man bestimmt Steine, aber ist nicht so. Wir mussten erstmal an so einen Bach gehen, um ein paar Steine zu finden. Schaut mal hier vorbei. Haben wir diese Steine gefunden, damit bauen wir uns jetzt eine Feuerstelle. Und zwar werden wir die hier einfach, das ist einfach, was ist das? Als Unterlage. Ah, hier werden wir dann das Feuer machen. Den Funken. Der Funken wird hier reingesprüht. Im Prinzip ist halt wichtig, dass du hier diesen Laub nicht machst, weil wenn da Feuer reinkommt, springt das nach außen rüber. Beziehungsweise kann rüberspringen. So, deswegen schön alles freimachen, die Steine ein bisschen rein in die Erde drücken und schön dicht aneinander. Und wenn es mir gerade auffällt, wir sollten für unseren Topf die Stelle ein bisschen weiter nach rechts verlagern. Warum? Unser Topf wird ja hier hängen. Ach, wir machen hier so einen Kessel, der quasi runterhängt. Richtig, mit dem Bundeswehrgeschirr. Warte, Maschallah, wir machen uns richtig Dinner heute. Phil? So, Leute. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass hier im Wald die Zeit nicht rumgeht. Aber es ist geil, weil der Tag dauert irgendwie so lang an. werden wir langsam verrückt? Wir haben jetzt 16. Moment, ich muss hier den. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Ah, ich klicke drauf. So, Leute, auf jeden Fall, wir haben jetzt 16.33 Uhr ist im Fokus. Ja. Okay, ich küsse dein Auge. Auf jeden Fall 16.33 Uhr, der Tag geht gefühlt schon 10 Stunden. Die Rechnung geht sogar auf, weil wir schon seit 6 Uhr wach sind. Geht die Rechnung auf? Auf jeden Fall, die Zeit geht nicht rum. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir uns noch beschäftigen können. Wir haben die Zeit richtig. Wir haben die Zeit richtig geil genutzt und unser Lager schön getarnt. Schaut euch das mal an. Es ist okay, wir stehen jetzt direkt davor, man erkennt es. Aber wenn man ein bisschen weiter weg geht, schaut mal, von hier erkennt man eigentlich, wenn man nach nichts sucht, so eigentlich gar nichts. Leute, schaut euch mal diesen Affen da oben an. Bruder, bitte pass auf dich auf, ich mein's ernst. Wir haben das, Leute, wir haben das nicht zu verantworten. Wir haben nicht gewusst, dass er da hochklettert. Do not try this at home. Alter, schmeckt das geil von dem Messer. Pass auf. Alhamdulillah. IS-Mitglied des Todes, ich lachte Äpfel. Die Sonne geht bald unter und wir müssen uns langsam Gedanken machen, dass wir es heute Abend schön warm haben, heute Nacht. Deswegen sammeln wir uns ein bisschen Holz. Dann machen wir uns ein richtig schönes Lagerfeuer. Mal hier den Videobeweis, weil manche glauben ja nicht, dass man hier tatsächlich eine Challenge auf YouTube authentisch durchzieht. Leute, guck mal, was wir hier machen. Wir schnitzen uns so kleine Späne ab, mit denen wir dann das Feuer anzünden. Beziehungsweise diese Glut muss auf so einen Span fallen. Den bringen wir dann zum Glühen, dann pusten wir ihn an und dann setzen wir das Ganze in so kleine Spänchen rein, bis das Feuer so richtig hochkommt. Und dann ballern wir diese fetten Stöcke drauf, die wir vorhin gesammelt haben. So, Leute, wir haben inzwischen 20.30 Uhr und jetzt dämmert's. In einer Viertelstunde wird die Sonne wahrscheinlich untergehen und wir werden uns jetzt die erste warme Mahlzeit zaubern. Und was das Ganze wird, lasst euch überraschen. Erstmal kommt die erste Challenge, das erste Hindernis, nämlich kein Essen ohne Feuer. Deswegen, ich werde jetzt das erste Mal in meinem Leben versuchen,
mit einem Feuerstein Feuer anzumachen. Seid gespannt. Okay, also wie gesagt, wir haben hier jetzt so ein paar Späne hingelegt und hier werde ich jetzt versuchen, einen Funken drauf zu sprühen. Ja, das geht schon gut. Guck mal. Woran scheitert's denn? Du bist nicht. Ey, woran hat's gelegen? Woran scheitert's? Ich will mein warmes Essen hier, Mensch. Stimmt das? Ja. Dann warte. Warte, lass mich. Anpusten. Komm. Film rein, Bruder. Stirbt. Komm, gib ihn. Stirbt. Tot? Okay, ich mach weiter. Das Feuer war da. Es war da. Aber es ist direkt wieder erstickt, weil es keinen Zunder gefunden hat. Das ist das Problem. Du. Es muss dünneres Zunder sein, du, oder? Nein, du haust mit einem. Ich hab da liegt das in Form. Da ist harziges, kleine Stehen. Nur die hast du alle weggehauen. Okay. Du darfst auf keinen Fall irgendwas weghauen, weil die Form meistens bestimmend ist. Okay. Und deswegen muss ich jetzt noch neu machen, weil das zusammengedrückt wurde. Okay. Du darfst auf keinen Fall gegen. Lieber machst du ein bisschen Abstand. Die Funken springen. Aber das da ist. So Leute, wir wurden durch die Geräusche jetzt ein bisschen vorsichtiger und haben jetzt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde gechillt und jetzt hören wir keine Geräusche mehr. Das bedeutet, wir werden uns wieder dem Feuer widmen. Komm. Komm schon. Wir haben es geschafft, Leute. Wenn man mit Fachmännern zusammenarbeitet, dann wird das auch was. Geil, Alter. Das ist so eine Befriedigung, wenn dieses Feuer brennt. Geil. Und er schnitzt uns hier gerade so ein paar Speere, falls Wildschweine kommen. Zeig mal, Bro, was du da hast. Ganz krass. Aber die werden hoffentlich nicht eingesetzt. Leute, das Problem ist, so eine Süßkartoffel sättigt schon gut, aber wenn man beim Schneiden mehr Kalorien verbrennt als beim Essen, dann ist das ein Problem. Soll ich das jetzt mit diesem Totstecher hier schneiden oder was? Ja, auf jeden Fall. Nee, das passt schon. Ja, mach. Gib ihm. Pass auf deine Finger auf. Schau dir mal dieses geile Fest mal hier an. Das werden wir uns jetzt mit Kidneybohnen, Tomatensauce. Was haben wir noch? Champignons, gell? Das werden wir uns einen richtig geilen Eintopf zaubern. So Leute, wir sind fertig mit dem Essen und wir werden uns jetzt schlafen legen. Und es ist ein bisschen creepy, weil man hört die ganze Zeit irgendwelche Schritte und weiß nicht, welches Tier es ist.
Also mal gucken, ob ich gut schlafen werde. Also es sieht hier auf jeden Fall bequem aus, gemütlich. Aber ganz ehrlich, das macht mir schon ein bisschen Angst, so muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wenn heute Nacht noch irgendwas ist, dann bekommt ihr das mit. Aber ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Good night. Sag mal, gute Nacht hier. Peace and out. Peace and out. Gute Nacht. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben 7 Uhr und ich habe keine Stunde geschlafen, ich schwöre es euch. Ich habe immer 15 Minuten geschlafen, habe dann wieder irgendein Raschen gehört und habe einen Herzinfarkt geschoben. Das war echt nicht mehr schön. Auf jeden Fall ist es über Nacht richtig, richtig frisch geworden. Ich habe jetzt erstmal hier den Schlafsack gepackt und mir ein bisschen übergeworfen, damit ich mich ein bisschen aufwärmen kann. Ich habe sogar überlegt, jetzt ein kleines Workout zu machen, um mich ein bisschen auf Temperaturen zu bringen. Aber es ist echt ziemlich eklig, wenn man draußen pennt, die Klamotten schon anhat und dann morgens oder nachts irgendwie aufwacht, es so feucht und kalt ist und man hat keine Chance, sich noch irgendwie was überzuwerfen oder so. Also, das ist schon hart. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall ein kleines Frühstück machen. Dazu bauen wir uns noch mal ein kleines Feuerchen. Und wir dachten, dass wir uns jetzt einfach ein paar Eier kochen und dazu Baked Beans. Darauf habe ich jetzt auf jeden Fall extrem Bock. Feuerholz haben wir auch noch genug. Und ich würde sagen, starten wir, oder? Ich habe übel Hunger. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight. So, unser Frühstück ist angerichtet. Schaut euch das mal an. Hier, wir haben uns Eier gekocht. Hier dazu noch ein paar Baked Beans. Und für jeden sind es 3 Eier geworden. Außer für Mo, der so nur ein Ei verdient. Boah, schrecklich. Warum? weil du gut geschlafen hast und ich nicht. Oh, ich habe Baba geschlafen. Ich gehe jetzt erstmal mich erleichtern. Viel Spaß. Ja, Mann. So Leute, schaut euch mal an, wie wunderschön wir unseren Lagerplatz hinterlassen haben. Könnt ihr irgendwas entdecken? Die Tüte nehmen wir selbstverständlich mit, aber könnt ihr irgendwas entdecken? Nein. Nirgendwie. So, dann machen wir uns mal auf den Heimweg, oder? Aber du bist so fett. Ich bin so fett, jeder Stock knackt, wenn ich drüber laufe. Also Leute, wenn ihr solche Sachen nachmachen wollt, auf eigene Gefahr. Und auf jeden Fall macht euren Scheiß wieder weg. Alles so hinterlassen, wie Mutter Natur es euch gegeben hat. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben 10 Uhr, der 2. Mai 2019. Und ich fühle mich überraschenderweise ziemlich gut. Fühle mich fresh. Ich habe mich wieder mit Sauerstoff aufgetankt. Ich bin bereit, wieder in die Stadt reinzulaufen und wieder in meinen Alltag einzutauchen. Ein bisschen verrückt bist du dabei auch schon geworden, oder? Ein bisschen verrückt bin ich geworden, ja. Also ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne einen Like da lassen, ein Abo, falls ihr noch nicht Teil dieser wundervollen Community seid. Und lasst mir gerne auch in den Kommentaren da, was ihr als nächstes sehen möchtet. Vielleicht schwirrt euch irgendwas im Kopf vor, irgendeine Challenge, irgendein Selbstexperiment. Wäre ich auf jeden Fall übertrieben gespannt. Und ansonsten würde ich sagen, danke euch beiden nochmal, dass ihr mich supportet habt heute. Sehr gern. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute.